Dann machen wir noch einen kurzen Soundcheck. 1, 2, hörst du mich? Ja, ich höre dich gut. Wunderbar. Einmal noch 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pension Schöller. Ich begrüße jetzt in der Pension Schöller Peppi Hopf. Hallihallo. Hallo, Rudi. Peppi. Wir beginnen mit der wichtigsten Frage, die man einem Kabarettisten stellen kann, nämlich wie bist denn du eigentlich zum Kabarett gekommen? Eine Frage, die kaum jemals gestellt wird. Ja. Ich habe in einer Bühnenbeleuchtungsfirma gearbeitet, also wir haben Equipment verliehen und ganze Häuser ausgestattet und die Chefin war eine sehr witzige und besondere Persönlichkeit, der Susi Schregelkassen ihres Zeichens, die letzte Kommunistin mit einer eigenen Firma, aber. Wirklich, wa? Ja. In Wien? In Wien, ja, ja. Enge Freundin damals von Viktor Mateka und Sigi Maron und Fritz Nussböck und war in dieser ganz Heli Deinböck, war da total vernetzt. Entschuldigung. Und wir haben da auch von diversen Amateurtheatervereinen und Gruppierungen Zuschriften gekriegt. Da hat damals ja jeder noch so selbstgedruckte Heftal gehabt oder nur kopierte Zettel. Und unter anderem war von irgendeinem Salzburger Blatt die Ankündigung des Gmundner Kleinkunstpreises, worauf mich die gute Susi ohne mein Wissen angemeldet hat. Mhm. Damals bei der Veranstalterin Susi Seidel. Genau, weiß ich auch noch. Ja. Und mit den Worten, du redst den ganzen Tag am Blödsinn, vielleicht gewinnst du etwas. Und okay. Da war ich dann relativ aufgeregt. Natürlich, der Wunsch, auf die Bühne zu gehen, hat von Kindestagen in mir geschlummert. Ich war immer der Klassenkasperl. Okay, weil das ist ja schon mal interessant. Das war immer schon da. Ja, es war immer schon so. Ich habe das immer sehr gemocht, wenn über meine Witze oder über meine Sachen oder über meine Streiche gelacht wird. Mhm. Und wir haben ja alle irgendwo eine leicht narzisstische Ader, sonst hätte man nicht auf die Bühne gehen. Und das habe ich als Kind schon gehabt. Also ich habe den Nippel durch die Lasche gezogen. Genau, das habe ich, bei diversen Tanzveranstaltungen bei uns im Kleingartenverein immer gesungen. Lustig. Mit 8 Jahren und habe das schon sehr genossen. Sehr cool. Nur ganz kurz, Mike Krüger hat jetzt da einen Podcast mit Thomas Gottschalk seit ein paar Wochen. Nur ganz kurz, jetzt cool. Nebenbei. Cool. Aber das war so, ich kann mich erinnern, das war so, für ein Kind war das fast so ein Kultsong, oder? Absolut. Also ich konnte gerade lesen, da kam ich auch schon drauf. So hat das angefangen, das habe ich, ja. Also ich habe da eine Single gehabt und so einen orangen Plattenspieler, wo man die Boxen so übernehmen konnte, kannst du dich erinnern? Ja, die hast dann zusammen da, dann war das die Hülle und wenn du gespielt hast, die Boxen. Genau. Und da ist das rauf und runter gerannt zum Leidwesen meines Vaters, der schon fast ausgeflippt ist. Mhm. Und das habe ich dann so lang gehört, bis ich mitsingen konnte. Und irgendwann haben sie dann die Idee gehabt, na, sing doch, geh mal auf die Bühne, kleiner Bub, und sing das, weil der kann ja das. Da ist Alleinunterhalter gesessen und, ja. Also da, okay. Also dieses Aber Bedürfnis nur ganz kurz, war immer schon. Das waren einmal die Eltern, die haben das schon gesagt, und später dann die Susi wieder. Na, die Eltern haben das überhaupt nicht gesagt, sondern, oder war es die Mutter, das weiß ich heute nicht mehr, wer auf die Idee gekommen ist, oder wollte ich das dort auf der Bühne singen. Mhm. Mein kleiner Bub ist ja auch so mittlerweile, dass er halt die Bühne magisch anzieht und er bei Kabarett in Haringsee mit mir moderiert. Wirklich? Das will er. Voll gut. Und also das ist irgendwo schon auch genetisch. Gut, aber dann war halt lange nichts. Wir haben zwar so Schulkabarett und so Sachen gemacht, aber ja. Mhm. Aber, wir reden noch von der Zeit, bevor du in dieser kommunistischen WG irgendwie lange, bist. lange bevor, da habe ich dann Friedhofsgärtner gelernt und da war nicht wirklich eine Idee mehr. Mhm. Und wir sind zwar gerne ins Kabarett gegangen, meine Freunde und ich, aber das selbst zu machen, es gab vage Idee, von der ich der Susi wahrscheinlich auch erzählt habe, weil wir sind ja da irgendwo nach Bregenz gefahren, Sachen liefern. Und da sitzt du stundenlang im Auto nebeneinander. Hm.
Also es dürfte nicht so aus der Luft gegriffen sein, dass sie mich da angemeldet hat, was halt der Meinung war, bis ich allein was mache. Wird schon noch Zeit vergeben, meinst du, oder wie? Ja, das sind wir aber so auf alt, jeden Fall, jetzt ja, aber man kann auf jeden Fall festhalten, es haben mehrere Leute in dir gesehen eigentlich schon. Vielleicht, ja, mag ja? so sein, mag so sein. Auf alle Fälle fuhr ich dann nach Gmunden und hab da so vielleicht, ich glaube, es war eine Vorrunde und dann eine Finale ziemlich nahe am Grazer Kleinkunstpreis angelehnt. Und die Vorrunde habe ich gewonnen und habe dann natürlich das Problem gehabt, dass ich kein Finalprogramm habe und ahnte aber, es macht keinen Sinn, da jetzt zweimal dasselbe zu erzählen. Mhm. Also der erste Teil war noch so Stand-up quasi und dann habe ich mir den Grabstein gebastelt und habe das schon ein bisschen inszeniert, aus dem dann auch das erste Programm geworden ist und habe tatsächlich den Gmundner Schwan gewonnen. Ja, gratuliere ihm noch einen. Aber Grabstein war in dem Fall ja naheliegend, weil du hast das selber schon gesagt, du warst zu der Zeit Friedhofsgärtner. Da war ich nicht mehr Friedhofsgärtner. Also das war ungefähr ein Jahr nach Beendigung meiner Friedhofstätigkeit. Verstehe, weil das finde ich, kann mich erinnern, das war so ein bisschen ein Mythos, der die immer so umgeben natürlich, hat. Natürlich. Dass du sozusagen der Friedhofsgärtner, der sozusagen vom Friedhof auf die Kabarettbühne kommt und natürlich dadurch ein bisschen prädestiniert ist, über die großen Themen wie Tod und Leben zu sprechen. Und ein bisschen hast du es aber auch, finde ich, erfüllt dann irgendwie. Findest du nicht? Ja, nein, ich habe dieses Klischee komplett erfüllt und habe das auch der Friedhofsgärtner war natürlich immer ein Thema und der Tod ist immer ein Thema. Und wenn du 10 Jahre auf den Friedhof arbeitest, das prägt. 10 Jahre waren es? 10 Jahre waren es, ja. Aber das darf mich tatsächlich ein bisschen interessieren. Wie schaut so ein Tag aus als Friedhofsgärtner? Oder was sind so deine Erinnerungen? Na, pass auf, wir haben uns zwischen 6:30 und 7:15 ist man eingetrudelt, hat sich dann einmal umgezogen. Dann ist man bei der Gemeinde Wien gearbeitet, dann ist man sozusagen von dieser Unterkunft hinterher in die Gärtnerei gegangen. Da hat es meistens schon als erste Cola Rot gegeben, weil da waren noch die Jugo-Damen, ja, wie wir gesagt haben. Und die haben einmal geschaut, dass das Gesellige nicht zu kurz kommt. Okay, sehr cool. Also ist ein bisschen ein Baustellen-Feeling. Ja, ja, komplettes Baustellen-Feeling. Und dann je nach Jahreszeit, also auch da ist in der Gärtnerei blieben, hat halt dort Blumen vermehrt, gesetzt, irgendwelche Arbeiten. Und auch da ist ausgegangen am Friedhof zur Grabpflege. Ja. Also ja. Ich bin die ersten 2 Jahre bin ich mit so einer Motorsense, also mit so einer Schnierlmaschine, wie man sagt, und habe nur gemäht im Sommer. Nichts anderes gemacht als Unkraut gemäht. Nein, denn der Wiener hat ja die Eigenart, was glaube ich einzigartig ist, Gras am Grab zu haben. Land hast du fast nur Blumen und in Wien hast du vorn, entweder man nennt es im Fachjargon Arabattel oder Chardinerl. So eine kleine Blumenfläche und der Rest ist Rosen und den mussten wir gießen und mähen. Und da das ja sehr kleinflächig ist und also einen Hügel hat, kannst du das nicht mit einem Rosenmäher, sondern musst mit so einer, Schnirlmaschine. Ich verstehe schon. So Kantenschneider eigentlich. Bin ich heute nur Virtuose am Kantenschneider. Also. Verstehe. Ich kann aber einer Biene im Flug den Pollen herunterschleudern. Aber das finde ich voll interessant, weil es gibt ja viele Leute, die so leidenschaftlich gern so am Zentralfriedhof oder so gängen. Und ich mache das nicht. Ich muss zugeben, ich war dort überhaupt noch nie. Ich weiß das gar nicht, dass das üblich ist, dass man in Wien Gras hat auf die Grabstätten. Ja. Tatsächlich. Ja. Aha, okay. Weil bei uns zum Beispiel in Oberösterreich ist es so. Das ist Blumen. Einfassung und Blumen. Genau, der Fachmann spricht. Ja, ja, genau, so ist es, ja. Mhm. Ah, okay, und das war ein Teil von deiner Aufgabe, dass du einfach schaust, dass diese Gräber, muss man für das zahlen? Natürlich. Da gibt es, wenn du mal in Wien am Friedhof gehst, da steht vorne so ein Pflock. Also quasi bei den Füßen steht so ein Pflock raus in unterschiedlichen Farben. Mhm. Und an diesem Pflock erkennst du, welcher Gärtner dieses Grab betreut.
Nein. Das war natürlich relativ praktisch, weil wir hatten auch Pfuschgräber, sprich irgendein Adjutant hat uns auch geredet, ob wir das nicht billiger machen könnten. Ja, ja. Konnten wir natürlich, indem wir dann einfach irgendeine Pflocknummer haben, dort eine gesteckt, den Kollegen mitmähen haben lassen. Kaum war er weg, haben wir den wieder ausgezahlt, aber kassiert haben wir. Okay, aber und zwar direkt von der alten Dame natürlich. Natürlich, genau, also ist ja war klar. Also das geht sozusagen in, das ist eine kleine Form von Steuerbetrug, das geht so an der Steuer vorbei von der kleinen Dame, von der kleinen Dame zum Friedhofsgärtner. Direkt in den kleinen Mann, von der kleinen Dame direkt in den kleinen Mann, der das aber dann 1:1 wieder in die Wirtschaft gehauen hat und natürlich Fonds und, ich glaub, und reden Stiftungen. Fall, ja, es ist ein prominentes Wort, aber ich glaube, in dem Fall reden wir wirklich von einem Kabbalisten liegt. Ja, ja, aber es waren schon, also du hast schon für eine Jahrespflege, also wenn du gesagt hast, ja, ich kümmere mich das ganze Jahr um das Grab, hast du da schon so 500 Schilling fürs ganze Jahr gekriegt. Ja, und das war und damals was, ne? Wenn du so 10 Gräber beieinander gehabt hast, die jeder eigentlich so gehabt hat. Ja, verstehe. Dann war da schon ein bisschen was zu machen. Okay. Und das Pfuschen war natürlich in meiner Gärtnerzeit die Einnahmequelle. Wirklich war? Okay. Wir haben einen genialen Chef gehabt. Es war so, der Peter. Mhm. Der war irrsinnig guter Geschäftsmann. Und der hat halt so 2-3 gehabt, zu denen ich auch gehört habe, denen er vertraut hat. Und es ist oft so gekommen, dass wir um 6:30 vorne beim Friedhof hineingegangen sind, uns umgezogen haben, hinten beim Tor außen in seinen Lieferwagen rein, in irgendeinen Garten, in Hitzing, Meidling, Benzing gefahren sind, dort den Garten komplett hergekriegt haben und um 15 Uhr am Friedhof wieder duschen gingen und mein Portier vorbei und der war der Meinung, wir haben jetzt den ganzen Tag natürlich für die Friedhof Gemeinde Wien gearbeitet. Ja. Aber in Wahrheit war der Chef, also die Hälfte hat er kassiert und den Rest hat er mit uns teilt und uns war es wurscht. Ja klar, super Sache eigentlich. Und man muss ja sagen, dem Klischee nach, wirklich eine ganz typische Baustellensituation. Komplett, komplett. Und es wird zwar oft gesagt, ja, um Gottes Willen, ist er kriminell und so, aber, na ja. Aber mit dem Geld, das wir da zusätzlich verdient haben, haben wir halt unser Leben finanziert. Ja, und ich glaube, wir reden da über nehmen zu einem Zeitpunkt auf, wo Prozesse über Karma sind und so weiter laufen. Ich glaube, wir können nicht sagen, ja, also, es handelt sich um Kleinst. Das ist nicht einmal der Schmutz unter den Fingernägeln. Genau. No. Ja. Aber Friedhofsgärtner war, ich mag immer noch die Friedhöfe, ich habe nicht am Zentralfriedhof gearbeitet, das war dann ein Klischee, das ich dann im Programm zwar verwendet habe, weil es einfach ein Bild ist. Mhm. Ja, Zentralfriedhof, Friedhofsgärtner. Ich war am Südwestfriedhof in Meidling, ein kleiner Leutefriedhof. Okay, verstehe. Der hat die Eigenart gehabt, dass er durch eine Bundesstraße getrennt ist. Ah, okay. Da geht mitten durch den Friedhof geht eine Straße. Ja, den haben sie dann irgendwann erweitert und haben dann eine Gruppe vergessen. Der Friedhof ist in Gruppen eingeteilt, damit du die orientieren kannst, so wie Wien, genau. Bezirke, Gruppe. Und eine Gruppe hat gefällt, ich schlag mich da, die weiß halt nicht mehr welche, 46, so, ich keine Ahnung. Und das war der Brauch, wenn ein neuer Lehrbuch gekommen ist, dass du den einmal auf die Gruppen schickst. Und der ist dann meistens nach einer Stunde verzweifelt gekommen. Er findet dem nicht. Mhm. Großes Gelächter, Einweihungsding bestanden. Nur einer hat uns einmal gesagt, wie es richtig geht. Den sind wir dann zu Dienstende suchen gegangen, weil er immer noch nicht da war. Okay. Und da hat es einen riesen Zoff gegeben, weil der hat schon, da sind schon Leute in die Verwaltung gekommen und haben gesagt, da fragt es einer dauernd nach einer Gruppe und der ist schon ganz verzweifelt. Und den haben wir dann gesucht, weil der Chef dann, wo ist der? Ja, wir haben auf den, was hat, wir haben auf den, was genau, die gibt's nicht. So, ja, das ist unser Spaß, was auf Schwein, ja noch nicht da. Und der hat ja, der war ein bisschen, nicht sagt man Chopper, damals hat man Chopperl gesagt. Ich kenne das Wort, ja klar. Weiß ich gar nicht, ob man das heute noch sagen darf. Er hat halt
Ja, das war natürlich ein Grund, dass die Gemeinde Wien Lehrlinge ausbildet, was auch völlig richtig war, nämlich die, die in der Privatwirtschaft keine Chance gekriegt haben. Und ich war dann ein Lehrlingsausbildner und bin dann auch immer in die Berufsschule gefahren. Mit manchen Berufsschullehrern habe ich heute noch Kontakt, die kommen dann ins Programm und habe dann eben gesagt, pass auf, der und der kommt zur Prüfung, das und das kann er und war nett, wenn du ihm das fragst. Und die haben dann gesagt, ja, wenn du mir versprichst, dass er bei der Gemeinde bleibt, ja, sage ich, ja, wir haben schon einen Vertrag für ihn. Und so haben die sagen können, ich habe einen erlernten Beruf, was sie wahrscheinlich in der Privatwirtschaft damals nicht geschafft hätten. Ja, ich verstehe. Und klingt nach einem vernünftigen sozialen Modell, muss man ja tatsächlich sagen. War absolut ja. vernünftiges soziales Modell und hat aber dann schon zu meinen Endzeiten begonnen, auch das muss Gewinn machen und Gewinn und also die soziale Komponente, zumindest in dem Zweig der Gemeinde Wien, war dann völlig weg und jetzt kaufen Sachen zu und die Gärtnerei gibt's gar nicht mehr. Und ja, ist mir auch wurscht. Also ich verstehe nicht, warum sie es dann überhaupt machen. Ja, okay. Wie schlagen wir jetzt die Brücke zum Kabarett? War das parallel schon? Nein, das war überhaupt nicht parallel. Überhaupt nicht, hast du... Aber es ist damals vielleicht durch die oft eintönige Arbeit, die ich heute immer noch sehr schätze, weil sie ein bisschen wie... Meditation für vielleicht andere ist oder Yoga so? Yoga oder Meditation ist. Mhm. Sind sicher viele Ideen schon zumindest unterbewusst gereift, die dann einfach nur rausgeflutscht sind. Den Eindruck hat man ja bis heute bei dir, ist so immer so mein Eindruck, dass es ein sehr natürlich gewachsenes Material ist eigentlich, das genau. du bringst. Ja. Das heißt, du hast aber dann irgendwann einmal aufgehört und sozusagen einen Schlussstrich gezogen und da dann doch... Beim Friedhofsgärtner, also mein Leben, es kommt ja immer, ich habe irgendwann einmal gesagt in einem Programm, die dümmste Idee ist, einen Plan fürs Leben zu machen. Ja, und das ist sicher ein gescheiter Satz, ja. Jetzt habe ich irgendwann einmal gehört, wenn du Gott zum Grinsen bringen willst, mach dir Pläne. Das gefällt mir sehr gut. Ja, ja, ja. Der ist sehr nett. Und ich wollte mich eigentlich als Friedhofsgärtner selbstständig machen, weil es war klar, ich wäre mit 26 die Karriereleiter erklommen haben, die mir möglich ist als Gärtner bei der Gemeinde Wien. Nämlich Abteilungsleiter von dem, oder? Ja, und höher geht's nicht. Und das war mir zu wenig, irgendwie. Das war mir gedacht, das ist verständlich, ne, mit 26. Außerdem war das Leben auch nicht ganz gesund. Also du weißt dann, du hast mit 26 alles erreicht und die Gefahr ist relativ groß, dass du dann zum Saufen anfängst. Einfach, das haben wir fast alle gemacht. Ja, ich meine, wenn das wirklich so fast jeden Tag so ist, wie du es beschrieben hast, liegt es ja fast auf der Hand. Ja. Ich meine, ja. Und da habe ich dann den Plan gehabt und wollte mich am Hitzinger Friedhof als Friedhofsgärtner selbstständig machen, was aber politisch schwierig war. Also du musst ja da ich hätte dort ein Standl braucht, nur um präsent zu sein. Und das heißt, Benutzung öffentlichen Gutes und da hast aussuchen müssen vom Kabelfernsehen über E-Werk bis alles. Also 30 Stationen und eine davon war der Bezirk und der Bezirksvorsteher von Hitzing hat mir damals in einem persönlichen Gespräch gesagt, er kann das nicht zulassen, weil die Familie Hopf ist unter den Gärtnern bekannt als rot. Also mein Opa war der oberste rote Gärtner. Also es war so wie in jedem bäuerlichen Ding oder so, gibt es die Roten und die Schwarzen. Und das war völlig klar, Hopf ist rot und dort war aber ein schwarzer Gemeinderat, der einzige Friedhofsgärtner, der hat gesagt, er kann das nicht zulassen, weil seine eigenen Parteikollegen lünchen ihn. Er sagt mir es ganz ehrlich, eine schreiben würde er in dem Bericht zwar aus städtebaulichen Gründen, aber das ist der Grund. Und dann brauchte ich einen Plan B und das war eben die Susi, die ich schon kannte, für die schon in der Schulzeit so Handlanger-Tätigkeiten bei irgendwelchen Modeschauen, was Carmen zum Zahn hat gegeben. Die hat immer super gezahlt als Kommunistin. Das war... Okay, nur eins noch ganz kurz, der Opa war auch schon Gärtner. Mein Opa war auch schon Gärtner, mein Uropa, mein Ur-Uropa. Der Papa fällt jetzt noch? Der Papa war natürlich auch Gärtner.
Also du kommst aus einer Gärtner-Dynastie, genau. Man kann es nicht anders sagen. Aber ja. es war für mich der Plan, dass ich Anwalt werde. Weil es hat schon wem gegeben, der die Gärtnerei übernimmt und der Jüngere soll dann studieren. Verstehe. Das heißt, soll es besser haben. Verstehe. Das heißt, du warst der Jüngere? Ich war der Jüngere, war aber der, der eigentlich Gärtner werden wollte. Ah, witzig. Okay. Bis zu einem gewissen Grad. Bis du halt gemerkt hast, okay, das kann vielleicht dann nicht so gut ausgehen, sozusagen. Nein, eigentlich anders. Du warst, ich hab's jetzt falsch verstanden, du warst Friedhofsgärtner und wolltest dann wirklich Gärtner werden. Ich wollte wirklich Gärtner werden, aber selbstständiger Gärtner. Also, und dann ist es schwierig geworden aufgrund von diesen Parteigeschichten. Genau. Und da war ich dann so angefressen, weil ich wirklich sehr viel Zeit investiert habe und natürlich schon gekündigt habe, weil, hallo, was soll ich mich aufhalten? Zuerst wird gekündigt und dann machen wir das schon. Und das ist aber grob schief gegangen und da bin ich dann bei der Susi als Lagerarbeiter untergekommen, bei Stenger Lichttechnik, Firma gibt's auch nicht mehr, und habe mich dann sukzessive in die Materie eingearbeitet und bevor ich Profi-Kabarettist geworden bin, habe ich dann beim Stenger schon Ausschreibungen wirklich gemacht und habe Konzerthaus Wien gewonnen und Design Center Linz haben wir gemacht. Okay. Bregenzer Festspiele, Mörbisch war cool. Ich jedes Jahr hinliefern. Cool. Und okay, was hast du konkret gemacht da? Die Kalkulationen habe ich dann am Schluss mit dem Chef gemeinsam gemacht und habe aber auch Scheinwerfer, also ganze Bühnen installiert mit einem Elektriker. Okay. Ah, verstehe. Der hat mich sozusagen angelernt und am Schluss bin ich dann schon selber hingefahren. Okay. Und habe halt Scheinwerfer gehängt. Verstehe. Du warst im Prinzip, du hast sozusagen die Organisation, die technische Organisation übergehabt, kann man so sagen. Genau. Also wenn ein Theater renoviert wurde, hat es da meistens Ausschreibung gegeben für die ganze Bühnenlichttechnik. Und wenn du die Ausschreibung gewonnen hast, hast du es dann auch meistens installiert. Also die ganzen Kabeln verlegt, Dimmer. Okay. Und da hat sich dann der Kreis geschlossen. Also nachdem ich den gemundenen Schwan gewonnen habe, habe ich natürlich I smell blood. Ja klar, ist ja klar. Und du warst schon in dem Metier, das meinst du mit Kreis geschlossen, ne? Genau, und ich habe schon ein bisschen, also hab von der Technik Ahnung gehabt und irgendwann kam man natürlich damals nicht ums Theater am Alsergrund herum. Genau. Und da war ein Bericht von Peter Blau, so klein ist die Welt, der über einen goldenen Kleinkunstnagel in Radio Wien berichtet hat. Ich habe mir das ausgesucht, habe dann einen Brief damals noch geschrieben, gibt's diesen Nagel wirklich? Und da hat mir dann der damalige Administrator Thomas Tröbinger zurückgeschrieben, es gibt ihn, willst mitmachen? Habe ich gesagt, ja, natürlich. Hat er gesagt, nein, es gibt den Kleinkunstnagel und den Neulingsnagel. Und also, dann nehme ich doch den Neulingsnagel. Und da waren damals im Neulingsnagel drei Vasino, Bolzano, Malé. Geniano, ja. Georg Bauernfeind. Meine Wenigkeit und den vierten, weiß ich nicht mehr, meine Dame, was ich mir erinnern kann. Und der Bauernfeind hat gewonnen. Das war dann der Beginn meiner zweiten Plätze. Ob da nur mehr zweite Plätze. Wirklich wahr? Interessant. Das habe ich gar nicht gewusst. Interessant. Aha. Aber es hat genügt, oder? Das hat genügt. Der zweite Platz genügt, damit man dranbleibt. Ich habe mich natürlich wahnsinnig schnell mit dem Andi Hutter angefreundet. Ja, war sehr dankbar, dass er da einen technisch Versierten hat, habe ihm da auch immer wieder. Man muss vielleicht ganz kurz noch sagen, der Andi Hutter war damals der Chef vom Theater am Alsergrund. Der Gründer vom Theater am Alsergrund, der ein begnadeter Handwerker war, der alles konnte, außer es auf ein Latterstein und alles, was mit Strom zusammenhängt. Also wenn man vor einem Theater am Alsergrund steht, hängt eine Fahne, da steht drauf Theater am Alsergrund. Und die hat der Peppi Hopf unter Anleitung vom Andi Hutter montiert. Der Hutter ist unten gestanden und hat gesagt, nicht schief, du bist schief, war gerade, Hopf, Hopf. Und das ist irgendwann habe ich gesagt, warum machst du das nicht selber? Und er hat gesagt, weil ich nicht schwindelfrei bin, sonst war ich eh schon Oman. Aber das ist ja wirklich eine schöne Vorstellung und eine schöne Geschichte, weil die hängt noch. Nicht? Die kennt man ja. Jedes Mal, wenn ich am Saisonbeginn herkomme, schaue ich vorsichtig nach oben, ob meine Dübel immer noch halten. Und
keine Ahnung wieso, aber das ja. Hilti-Zeug ist das. Sie halten einfach jeden auf jeden Fall. Ja, genau. Montiert von mir. Ja, sicher. Genau. Ja. Okay. Und jetzt haben wir, ich würde ja mal sagen, ungefähr an der Stelle, wo du beschlossen hast, du wirst Kabarettist, oder? Genau, dann hatte ich aber nicht wirklich ein Programm, das sich ausgegangen ist, habe aber da schon mit Schulfreunden Musik gemacht, und zwar war das so Dialektmusik, die damals wirklich keine Sau interessiert hat. Mhm. Also die Austropopper waren schon quasi am absteigenden Ast, wir reden da von Ende der 90er, und diese neue Wiener Liedszene oder Mundartszene, die es jetzt wieder gibt, war ich weiß, die hat's lang nicht gegeben, kaum noch geboren wahrscheinlich. Ja. Nein, die hat es lang nicht gegeben. Ja. Ja. Und also das hat wirklich keine Sau interessiert, und ich habe das dann gemischt und nannte das Peppi Hopf und die Buben, was den Nachteil gehabt hat, dass keiner gewusst hat, ist das jetzt Kabarett oder Musik, und das war, ja, das war sehr schwierig. Aber für das haben wir sehr lang gemacht. Ja, ja, das ist mir vorher Begriff oder so. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe es auch nie gesehen, aber es war, was würdest du aus heutiger Sicht sagen, es war eher Musik oder Musikkabarett? Nein, es war nicht, die Lieder waren teilweise ernst und ruhig, und genau das war das Problem an der Geschichte. Es war weder Fisch noch Fleisch. Ja, ich sage jetzt einmal so, und das Problem taucht, finde ich, oft auf, weil ich schreibe auch Lieder, wo ich mir oft dann denke, das ist zumindest für mich ein vorher schönes Lied, aber ich werde es nicht bringen können, weil ein Kabarett-Zuschauer oder Zuschauerin erwartet sie einfach was anderes, ne? Und das ist dann oft, da spießt er sie dann einfach um. Ja, und das haut auch die Dynamik vom Kabarettprogramm zusammen. Genau, genau. Ein wunderbares Beispiel ist ja der von mir hochgeschätzte Jimmy Schlager, der unter Kabarett läuft, aber für mich ein klassischer Liedermacher ist. Genau, stimmt ja voll, ja. Und wenn du jetzt als Kabarettgeher da hinkommst, kann es sein, dass du sagst, nein, das habe ich nicht gekauft. Ja. Also, das habe ich nicht bestellt. Voll. Und ich gebe dir da total recht. Und das ist eine Erfahrung, die machen, glaube ich, viele so Liedermacher, die dann in den Kabarettbereich gängen. Das, wie du sagst, wie hast du gerade gesagt, das haut da den Flow zusammen. Ja. Oder irgendwie, genau, das macht's irgendwie. Du musst dann die Stimmung, nach dem Lied musst du die Stimmung von unten wieder aufbauen. Das ist genau. Ganz, ganz eigenartig. Da gibt's ganz wenige, die das perfekt kennen. Ja, genau. Wen würdest du sagen? Also, die Lieder vom Harder passen perfekt ins Programm. Richtig. Die Lieder vom Resetaritz habe ich mir, obwohl ich ein großer Verehrer vom Lukas Resetaritz bin, bei den Lieder habe ich mir oft gedacht, jo, geht schon. Ja, ist das nicht echt so? Mir geht's nämlich auch so. Ich finde auch so sehr diese, die Biermöselblasen und die Weilbrüder schätze. Ja. Ist es doch immer so, dass man einfach darauf wartet, bis der Bolt wiederkommt, natürlich, oder? Es ist natürlich immer so, oder? Ja, schon. Ne? Und du hast das dann auch irgendwann erkannt und die Musik dann mehr oder weniger weggelassen? Ja, das hat sich so ergeben, dass mir dann irgendwann, und das war wohl der wichtigste Schritt vom Amateur zum Profi, der Thomas Tröbinger mich gefragt hat, könntest du dir vorstellen, bei der Langen Nacht des Kabarets mitzumachen, aber alleine? Mhm. Und da habe ich kurz überlegt, dann sage ich, ich glaube schon. Und das war der wohl prägendste Moment. Die lange Nacht des Kabarets, da hat es richtig begonnen, dass man das ernsthaft gemacht hat. Ja. Und ich glaube, das war ja für viele war genau das der Schritt. Ich sage jetzt einmal, wir reden von Ende 90er, eher Anfang 2000er. Du warst bei dieser legendären Format, ja. Oder? Ja. Genau. Du warst bei dieser legendären Formation dabei, Klaus Eckel, Thomas Stipschitz, Martin Kosch und ich. Genau, ja. Und ihr wart wahnsinnig erfolgreich damals. So ist ja die lange Nacht erst dann so richtig abgehoben, habe ich das Gefühl gehabt. Ja, also ich höre immer noch von Leuten, das sagen, das war die beste lange Nacht, die es jemals gegeben hat. Und das wird mir jetzt aber nicht wundern. Witzigerweise war vor, glaube ich, 3 Wochen in ORF3, haben's eine Fernsehaufzeichnung. Es war das einzige Mal, dass ORF1 eine lange Nacht im Sommerkabarett gebracht hat. Mhm. Und das hat der ORF3 ausgeräumt und wir sind gerade vom Segeln heimgekommen.
ich gehe einmal im Jahr mit freien Segeln und haue mich vom Fernseher und sehe das und immer schon denkt, die Viere kommen mir irgendwie bekannt vor. Weißt? Es ist unglaublich, wie wir uns in 20 Jahren verändert haben. Und 20 Jahre ist natürlich über 20 Jahre. Ist ja klar. Und wenn du die Bilder siehst, das hat mich komplett geflasht. Aber diese Kombination, da war irgendwas Magisches. Den Eindruck hat man einfach gehabt, ja. Es war nicht das, was wir gesagt haben, wie, dass das besonders gut war, das Programm, aber auch, es war natürlich für Martin und mich schon ein Wahnsinn, weil das ist ungefähr in der Formel 1, wie wenn du Lewis Hamilton und Max Verstappen im selben Team hast, mit Stipperl und Eckel. Ich verstehe bis zum gewissen Grad, aber letztendlich trotzdem hat das auch in sich eine Chemie gehabt. Nein, das hat in sich eine Chemie gehabt und es war nie irgendwie ein Eifer, sondern wir haben uns die zwei ganz genau angeschaut, wie machen die das, was machen die und so viel wie von die zwei habe ich nie wieder gelernt. Der Stipp sitzt das absolute Naturtalent und der Klaus ein wirklich akribischer Arbeiter, der nie zufrieden ist, der... Ich weiß, ja. Wir haben miteinander gespielt, kriegt er in der Garderobe den Anruf, er hat gerade den österreichischen Kleinkunstpreis gewonnen oder den Salzburger Stier, ich weiß es nicht. Er war ungefähr, sagen wir mal, wenn wir es lang ausdehnen, 4 Sekunden hat er sich gefreut. Und dann hat er nur herumgemosert, dass die Leute jetzt mit noch mehr Erwartungsdruck zu ihm kommen und dass ihm das eigentlich am Arsch geht. Und ich habe dann gesagt, Klaus, du bist so ein Volltrottel. Wenn das mir passiert, da eine Stunde am Plafon, bussel jede Putzfrau, die mir im Weg umeinander steht, an und freue mich 4 Wochen. Ja, klar. Oh, ja, schöne Bilder. Ich weiß natürlich, das hat jeder gewusst, das hat man mitgekriegt und so, diese Tour war dann auch extrem erfolgreich und so weiter. Du hast da sehr viel abgeschaut von den anderen zwar. Was war damals ansonsten, was waren so deine Vorbilder oder hast du so eine gewisse Ausrichtung gehabt oder einen Plan gehabt, wo du hin willst? Nein, überhaupt keinen Plan. Überhaupt nicht. Du hast einfach da mal mitgemacht und geschaut, dass du, ich sage jetzt an der Anfang, du hast das natürlich mithalten können, aber ich sage jetzt einmal so, du hast müssen, dass du bei der Musik dabei bist mit deinem Solo-Teilen. Ja. Und ich habe da auch gelernt, das habe ich von Klaus gelernt, es gibt kein schlechtes Publikum. Das gibt's nicht. Schau mal bei dir. Und das ist auch, das habe ich dann wirklich beibehalten und das sage ich an Jungen. Manchmal hast du mit dem Publikum ein Pech, aber das kannst du nicht ändern. Aber die selber und was du magst und wie du drauf reagierst, das kannst du ändern. Ja. Und genau. Also diese Dinge, das sind ein US-Publikum, das lasse ich einfach nicht gelten. Ja. Manchmal ja, so, Umgebungsbedingungen ein Pech. Gerade bei Firmengeschichten, aber da kennt man alle, glaube ich, Romane schreiben. Ist ja klar, genau. Ja. Und das war, ich frage jetzt nur zur Sicherheit nach, wirst jetzt sicher sagen, ja, das war sicher eine voll coole und eine lässige Zeit, oder? Das war wahrscheinlich bis jetzt die schönste Zeit von meinem Leben. Das sagen die drei anderen auch noch. Es verbindet uns wirklich, wenn wir uns jetzt nicht mehr ganz so oft sehen, eine innige Freundschaft. Das sind halt Sachen passiert, die erzählen wir uns zu viert. Wir haben dann so eine WhatsApp-Gruppe jetzt, die heißt die Neuen Alten. Und irgendwann haben wir so sicher eine Stunde hin und her geschrieben, weil wir scheinbar alle Viere gerade irgendwo in der Garderobe gesessen sind und der Klaus hat dann nur gesagt, übrigens bitte den Verlauf löschen, sonst haben wir 4 Scheidungen. Ja, ich glaube, hat nicht der Klaus sogar in der Pension Schöller gesagt, dass ihr alle nach dieser Tour andere Freundinnen gehabt habt? Stimmt das so? Ja. Ja. Ich hatte nach wie vor dieselbe Frau, die unglaublich tolerant war. Okay, verstehe. Ja. Jetzt, so ein Klassiker. Der Kosche, ja. Hat,
Ah, dasselbe oder andere gehabt? Nein, der hat auch andere gehabt. Okay. Ich kann mich erinnern, dass das der Klaus irgendwie so gesagt hat und dass er gemeint hat, dass das einer auch schon sehr viel sagt über das, was damals passiert ist, halt einfach, ja. Ja, bei den drei, ich war ja verheiratet. Also, okay. Aber, gut, aber beim Privaten gehe ich nicht so sehr ins Detail. Unglaublich lustige Zeit, es war wirklich Rock'n'Roll. Ja. Und das kennt man in fast jedem Herrn ein Stall. Ach, das war das Lied, wenn der das ja gespielt hat. Nein, das ist, glaube ich, Steinbecker-Lied. Das ist Steiermark. Genau, ich weiß schon, genau. Haben wir unsere Jugend zelebriert und gespielt in fast jedem Herrn ein Stall. Genau, stimmt. So. Das war, genau. Da gibt's eine lustige Geschichte. Wir sind ja oft dann, irgendwie ist oft passiert, dass der Stipsitz und ich in einem Auto gelandet sind beim Heimfahren. Mhm. Oft sind wir zu viert heimgefahren. Aber wenn Stippel und ich in einem Auto waren, irgendwo in der Nacht auf der Autobahn, hatten wir dann das Rollenspiel, dass er der Gerd Steinbecker war von SDS und ich der Tim Mischl. Und wir haben uns als Steinbecker und Tim Mischl unterhalten, einfach gegen die Langeweile. Und das klingt sehr gut. Jetzt hat er, ich habe ihm dann angerufen, oder nein, im Niedermeier haben wir uns getroffen, da hat er gerade Griechenland draht und hat mir ganz stolz erzählt, dass eben der Gerd Steinbecker da mitgemacht hat und was das für ein Erlebnis für ihn war, nach all den Jahren dann den großen Gerd Steinbecker sozusagen auf Augenhöhe cool. zu treffen. Das waren schon Säulenheilige ja. für uns. Na ja, klar, sehr klar. Mhm. Und hast du abgesehen davon dann nur irgendeine mal eine Ausbildung oder sowas gemacht? Learning by doing. Das ist mein Herz immer wieder. Das ist die beste Methode, glaube ich, für Kabarett. Also ich habe dann 3 Programme mit dem Leo Lukas gemacht, wo ich unglaublich viel gelernt habe vom Leo. Da hat der Leo Regie gemacht und das waren reine Stücke, also nicht irgendwie Stand-up, sondern das waren Kabarett-Theaterstücke, wo halt auch Regie unumgänglich war. Und da habe ich wirklich sehr, sehr, sehr viel gelernt. Ja, das glaube ich. Mhm. Einfach indem er da gesagt hat, wie man Sachen baut, wie man Sachen spielt. Oder wie arbeitet der Leo? Schaut sich der das einmal an und sagt er dann? Oder arbeitet sie am Text schon gemeinsam? Nein, wir haben, er war schon beim Text eingebunden. Das war das Programm, das gleichzeitig zur Lange Nacht entstanden ist, war Gib dir dein Leben zurück, also eigentlich mein erstes wirkliches Solo-Programm. Und wir haben uns bei einer Barry Roden-Geschichte getroffen. Da tritt immer, da gibt's einen Barry Roden-Stammtisch und der Leo als Barry Roden-Autor spielt aber nicht selber, sondern lädt dann halt einen Kollegen ein und damals habe ich gespielt und wir sind nachher beim Bier gestanden und ich habe ihm von dieser Idee für das neue Programm erzählt und er hat gesagt, ja, aber mach das gescheit, weil du warst so gut, aber du brauchst eben deinen Arsch tritt und ich habe dann zu ihm gesagt, hast Zeit und so begann unsere Zusammenarbeit und ich bin dann schon. Also die Idee von dem Programm war fertig, ein Werbeguru, der halt in der Krise ist, sich selber seinen eigenen Tod vortäuscht, sich beerdigen lässt und eine Auferstehung zelebriert mit einem Energy-Drink, den er dann selber vermarktet. Das war die Idee von cool der Idee. Geschichte. Ich habe das nicht gesehen, aber es ist eine coole Idee. Ja, es war wirklich mein bestgebautes Programm von der Handlung. Ich habe damals auch den österreichischen Förderpreis dafür gekriegt. Und ja, das war wirklich... Mhm. Cool. Und das war wirklich geprobt. Also ich habe 3 Programme mit Leo geprobt und Männerhort. Übrigens genau in dem Raum, wo wir da sitzen. Ja, und genau. Da war ich das letzte Mal in dem Raum, wie wir da Männerhort, aber dazu echt? Kommen wir später. Cool, zu Männerhort. Kommen wir noch, genau. Aber wir können sagen, wir sitzen im Proberaum vom Theater am Walsergrund, wo genau. Ja für die im Prinzip alles begonnen hat. Ja, nur es hat damals diesen Proberaum noch nicht gegeben. Ach so, das habe ich nicht gewusst. Den hat der Andi, glaube ich, 3 oder 4 Jahre später gebaut. Okay. Also ich habe natürlich, das habe ich auch noch ausgelassen, ich habe Kindertheater gespielt. Der Andi Hutter hat ja die Schmetterlinge gehabt. Das weiß ich noch, genau. Und er hat mir natürlich sehr geholfen mit meinen Kabarett-Anfängen. Und ich habe dann gesagt, pass auf, Andi, ich helfe dir auch, ich mache
Regieassistenz, also sprich, ich habe euch was zum Trinken, so klassisch, also ich habe gesagt, vom Theater habe ich keine Ahnung, aber ich kann da technisch ein bisschen helfen beim Kulissen bauen, und da war die Eiskönigin, und das war ein Riesendrama mit so nicht ganz erfolgreichen Schauspielerinnen, die dann halt widerwillig gemeint haben, na gut, dann spielen wir halt Kindertheater, und nur herumgezickt haben, und glaube ich 3 Tage vor der Premiere ist dann die letzte angesprungen, also ich kann das nicht spielen, das ist frauenfeindlich, und dann sind wir da gestanden. Und plötzlich schaut mich der Hutter an und sagt, hopf, schau einmal arrogant. Dann sagt er, red einmal hoch. Ne? Da hat er die Wahnsinnsidee gehabt, ich spiele die Eiskönigin, weil ich natürlich durch das viele Proben in Text auswendig konnte. Okay. Worauf man dann der nächste Schritt war, passe ich in das Brautkleid hinein. Mhm. Das war bei den Schultern ein wenig eng, also da hinten war ein V, also die 2 Zipp habe ich da gehabt, aber irgendwie bin ich reingekommen. Dann haben sie mich auf Drag Queen geschminkt, und es war natürlich ein bisschen ein Mann spielt die Eiskönigin, aber wir haben das hauptsächlich in Schulen gespielt, und wenn dann Lehrerinnen gekommen sind und gesagt hat, wie sagt ein Mann die Eiskönigin, sage ich, nein, wissen Sie, habe ich ja gesagt, im Märchen sind immer die Frauen, die Bösen, die böse Schwiegermutter, die böse Hexe, und wir wollten das gegenbesetzen. Und da sind es natürlich, was die alte 68er Lehrerinnen, die sind da zergangen. Das macht ja hervorragend. Das in Wahrheit also war das einfach nur geschummelt. In Wirklichkeit hast du die Diskussion um Verena Altenberger bei den Salzburger Festspielen ja schon Jahre vorweggenommen. Ne? Im kleinen Rahmen. Sagen wir es mal so. Ja. Die Episode Kindertheater hätten wir fast auslassen. Ja. Aber war sehr lustig. Ja. Aber abgesehen davon, finde ich, dass du sehr authentisch bist auf der Bühne. Würdest du das bestätigen oder würdest du das auch so sagen? Ja, aber das war eine Menge Arbeit, mit zuerst Figuren spielen, um den Peppi Hopf spielen zu können. Weil in dem Moment, wo du auf die Bühne gehst, passiert was mit dir, und du brauchst sehr viel Erfahrung, um dich selbst zu spielen oder du selbst zu sein. Ja, würdest du das auch sagen? Man hört das ja sehr oft, aber bei dir, finde ich, gelingt das wirklich ausgesprochen gut, und würdest du auch sagen, das war ein Lernprozess? Das war harte Arbeit. Ja, ja. Das war harte Arbeit, um der Typ, den ich sein will, auf die Bühne zu bringen. Oder der Typ, der ich bin. Und nicht irgendwie so, sonst wirkst du ein bisschen wie eine Parodie von dir selber, wenn du das nicht so drauf hast. Genau. Das sicher beim einigen Jungen, die dann nicht ganz so umkommen. Ja. Und ganz arg ist, es gibt irrsinnig lustige Menschen. Der sitzt irgendwo bei einer Party und unterhält alle. Mhm. Du stößt ihm auf eine Bühne und er ist weg. Da geht nichts mehr. Das da geht null. Sieht man, hört man auch öfter oder fast oft, ja, kann man sagen, ja, genau. Ja, und das war ja bei dir nicht so, sondern du hast eigentlich verschiedenste Figuren ausprobiert, bis du zu dem gekommen bist. Sicher, also bei der langen Nacht war ich selber, wir haben natürlich auch Figuren gespielt, habe aber schon gemerkt, also dieses Solo, da einmal geht er nicht, egal was ich mit dem Text mache, und bei der langen Nacht, ich habe ja gemerkt, dass der Text selber ja völlig überbewertet wird. Wir haben ja da so Kasperl-Nummern gespielt zu viert, die funktioniert haben wie die Sau. Mhm. Es ist einfach die Energie, die umkommt. Ja, glaube ich ja, vielfach. Und das funktioniert aber bei dir mittlerweile mit einer unglaublichen Selbstverständlichkeit. Also bei dir hat man wirklich das Gefühl, du gehst auf und es ist ja immer das Ziel, es soll ja so ausschauen, als würde es einem gerade einfallen. Aber bei dir ist das ganz, ganz ausgeprägt, finde ich. Du stehst oben und man hat immer das Gefühl, du redest fast aus dem Stegreif mit dem Publikum. Ja, genau so wollte ich dann irgendwann meine Programme anlegen. Ja, das war, das ist, macht die mittlerweile voll aus, und das gelingt wirklich voll gut. Kann man echt an der Stelle einmal sagen. Ja, das funktioniert wahnsinnig gut. Fühlst du dich wohl danach auf der Bühne? Ja, absolut, absolut. Ich möchte dem Zuseher das Gefühl geben, wir stehen irgendwo beieinander und ich komme vom 100. ins 1000. Es ist eigentlich ein Zwiegespräch,
bei dem nur eigentlich ich rede, ja. Aber darum gibt es auch keine Blacks seit Jahren, ja. Weil, oder keine andere Lichtstimmung, weil nur weil du jetzt redest, ändert sich das Licht nicht. Ja, genau. Ja? Mhm. Und dieses Black, dieses Abhaken, mag ich nicht, weil ich mag diesen Fluss haben, um dem Zuseher das Gefühl zu geben, ich erzähle ihm jetzt ganz privat was oder das ist ein warum geht der ins Theater, fangen wir so an, warum geht der ins Kabarett und schaut sich nicht im Internet was an, weil er einen Moment mit dir erleben möchte. Ja, ja, und voll ein guter Ansatz, finde ich, ja. Mhm. Und ich möchte ihm das Gefühl geben, das ist sein Abend. Mhm. Und ich möchte auch das Gefühl haben, und darum ändere ich ja die Programme immer. Das Schlimmste ist, wenn ich irgendein Teil spiele und plötzlich merke, dass ich überlege, oh, warte mal, beim Heimfahren bleibe ich beim Mäcki stehen. Nein, das ist eigentlich, ja, wenn das meine Töchter dann wieder sehen, kriege ich wieder ein Vortrag, wie schlimm das alles ist. Ja, und währenddessen läuft so das Programm. Und währenddessen läuft genau. Das Programm und da weiß ich schon, gut, die Nummer kommt morgen nicht mehr. Weil, ah, wirklich? Bist du da so konsequent? Nein, ja. Weil wenn ich das, ich möchte, in dem Moment, wo ich das erzähle, würde ich das erleben. So wie wenn du wem eine Anekdote erzählst, kippst du in die Geschichte eine. Genau. Und wenn aber nur mehr der Text aufgesagt wird und mein Hirn da überlegt, na, war die Leberkasse, mir ging ja da aber auch, da muss ich bei der Tankstelle, da kann man so deppert zubefahren, ist schon weg. Ja, vor allem, weil die Emotionen nicht mehr kommt. Naja, ja, sehr klar. Ja. Vielleicht noch ganz kurz, Lampenfieber hast du? Bei Vorpremieren, Premieren, also wenn ich noch nicht so ganz sicher bin, wenn ich noch nicht weiß, was funktioniert nicht, wenn ich Angst habe, dass ich was vergiss, aber das ist dann meistens nach der dritten, vierten Vorstellung weg und. Ja, verstehe. Okay. Was auch noch sehr auffällig ist bei dir, finde ich, ist, wie sehr du die Leute auf einer emotionalen Ebene oft erreichst. Und da ist mir halt aufgefallen, dass du in fast jedem Programm eine Nummer drinnen hast, die über das Leben oder die Zeit von früher erzählt, aber auf einer sehr persönlichen, sehr emotionalen Ebene. Es geht bei dir in fast jedem Programm, oder täusche ich mich, in fast jedem Programm geht es irgendwann einmal um Aufwachsen in Wien, du bist in Simmering aufgewachsen, hast du schon gesagt und so. Und es wird aber auf eine sehr warmherzige und eine sehr authentische Weise erzählt. Ist das ein Plan oder ist dir das grundsätzlich wichtig, auch einfach so diese Zeit oder so eine Art, diese Zeitgeschichte ein bisschen mitzuerzählen? A, möchte ich schon ein bisschen Zeitgeschichte erzählen und B, ist es natürlich schon ein fieser Trick, den man da verraten kann. Man schafft eine imaginäre gemeinsame Vergangenheit. Man versetzt sich in eine Zeit zurück, die sowohl das Publikum als auch ich erlebt habe. Und im Unterbewusstsein vom Publikum sind wir quasi miteinander aufgewachsen. Ja, ja. Mhm. Das ist einfach. Also es verbindet einfach, meinst genau, du eigentlich. Genau. Wenn ich da jetzt irgendwas erzähle von früher, findest du das bei weitem nicht so lustig, als wenn ich eine Geschichte erzähle, die wir zwar irgendwann miteinander erlebt haben im Theater Malsergrund, wo du dabei warst. Mhm. Und ja, ich weiß voll, was du meinst, ja. Und genau das mache ich damit, um am Schluss habe ich immer das, was ich im Programm eigentlich sagen will. Mhm. Damit habe ich da einen Nährboden geschaffen, wo das einfach sanft landet, ohne dass sie das Gefühl haben, ich erkläre noch die Welt, weil das will ich nicht. Ja. Aber ich werfe eine Frage auf oder hinterfrage dann am Schluss was oder sage meine Meinung dazu und sie nehmen es witzigerweise leichter an, wenn wir miteinander aufgewachsen sind. Ja, ja. Und ich habe das oft genug erlebt bei dir und es funktioniert voll gut, es funktioniert jedes Mal. Jetzt hätte ich trotzdem zwei Fragen dazu, ja. Nämlich erstens, ist es nur ein Trick oder bist du privat ein bisschen melancholisch? Mm.
Gute Frage. Gute Frage. Also ich erinnere mich so sehr gerne zurück, aber ein Teil in mir weiß einfach, du kannst die Uhr nicht zurückdrehen. Ja. Es wird wie sage ich das? Du kannst ja gerne Zeit lassen, du kannst ganz, schneiden. Ein ganz blödes Beispiel, ich bin ja, mein großes Hobby ist ja Fußball. Ich weiß, ja. Und bin ja der Obmann von einem Verein, also bei uns in Haringsee, und da oft stehen die Alten zusammen und naja, und das, früher ist ja das auch gegangen und wir haben ja umsonst gespielt und wir haben das alles nicht gebraucht und die Jungen, gerade die Jungen, die kommen nicht. Und dann sage ich, ja, weil es eine andere Zeit ist, du wirst es auch nie wieder so haben. Und damals haben die Alten über euch genau dasselbe gesagt. Ja, genau. Das ist das typische Generation. Also genau. Es waren die Zeiten früher bei Weitem nicht besser oder schöner, sondern der Jugend ist einfach die coolste Zeit. Dir steht die Welt weit offen. Die Zukunft ist ein weißes Blatt Papier, das vor dir liegt. Ja, ja. Bruce Springsteen hat was Nettes gesagt. Sagt, das Einzige, was einem am älter werden stört, sind diese weißen, unbeschriebenen Blätter, die es immer weniger gibt. Ah ja, das ist wirklich ein schönes Bild. Das ist wirklich ein schönes Bild. Mhm. Ja. Und so siehst du es für dich einfach auch. Ja. Verstehe. Und die zweite Frage dazu ist, du hast im Pressetext zu deinem aktuellen Programm den Satz Pepi Hopf, der Fels in der Zeitgeistbrandung. Und das ist ein irrsinnig schöner Satz, vor allem es ist ein irrsinnig schönes Branding eigentlich, finde ich. Das ist so ein USB fast, den man sich irgendwie selber gibt und der finde ich eigentlich gerade in der heutigen Zeit, finde ich, sehr viel hergibt. Wie siehst du es generell jetzt auch wieder im Verhältnis zu früher mit dem Zeitgeist heute? Versuchst du kritisch zu sein oder hast ja Kinder, versuchst du dran zu bleiben? Wie gehst du um es ist ja auch immer Thema in deinen Programmen. Wie gehst du um mit diesen vielen Neuerungen? Ich stehe den Neuerungen prinzipiell einmal positiv gegenüber. Mhm. Wahnsinnige Diskussionen mit meiner Frau, die ja am liebsten hätte, dass sie da in der Sandkiste spielen oder die irgendwas aus Holz basteln, Kindergartenpädagogin. Und ich sage, der darf schon seine halbe Stunde am Tag auf der Playstation spielen, aber nicht irgendwelche Ballerspiele. Der Kleine darf Fußball oder Autorennen fahren, wo er auch seine ganze Motorik ein bisschen schult und seine Konzentration. Weil er spielt ja nicht draußen im Garten auf Fußball. Und meine Töchter sind, die Großen, sind da in dieser letzte Generation-Bewegung und sehr. Wirklich also, wahr? Die ganz Große ist bei den Antifaschisten und das Einzige, wo ich gesagt habe, pass auf, das ist jetzt die zweitbeste Idee, da wollte jetzt nach Budapest fahren, auf eine Gegendemo zu einem Nazi-Aufmarsch oder zu einem Ding, habe ich gesagt, wenn du das magst, fahre ich mit. Und ich bin die an mein Handgelenk, weil es ist in Österreich schon nicht lustig, wenn du als Demonstrant verhaftet wirst, das weißt du ja, hat es ja schon geschafft. Sag ich, aber ich glaube, in Ungarn ist das, wirklich gescheit. Sag ich, bitte, wenn du das unbedingt machen willst, ich fahre mit. Ja? Ja. Und dann müssen wir uns halt miteinander verhaften, aber das halte ich nicht aus. Aber sonst rede ich auch noch relativ wenig drei und versuche zu verstehen, warum sie manche Sachen machen. Mhm. Aber ich verstehe natürlich nicht alles, was einen Sinn hat, dass ich nicht alles verstehe, weil sonst wären sie nicht meine Kinder, sondern meine Freunde, also diese Rolle, ich möchte dein Freund sein, das funktioniert nicht, weil ich bin der Vater und ich habe ganz andere Aufgaben. Ja, genau. Es kann manchmal freundschaftlich sein, aber meine Aufgaben sind schon andere als die von einem Freund. Weil du gerade das Thema Freundschaft angesprochen hast, was dich, glaube ich, schon verbindet,
als Freundschaft ist die Beziehung zum Freddy Hirkerl. Ihr habt ein gemeinsames Programm seit zwei, wir haben drei jetzt Jahren. Ein gemeinsames Programm. Wir haben, es war ja zwei Tourneen, Lange Nacht mit Eckel Stips jetzt Kosch. Mhm. Und dann sind der Stipperl und ich geblieben. Mhm. Und der Stefan Heid und der Freddy Hirkerl sind dazugekommen. Und den Freddy Hirkerl habe ich auch schon so ein bisschen am Radar gehabt, weil er auch ein Bekannter dieser Susi Schregle war, aber nicht aus der kommunistischen Ding, sondern der Susi ihr Sohn und in Freddy sein bester Freund, glaube ich, haben miteinander Zivildienst gemacht und der Freddy hat sich für seine ersten Aufführungen bei uns die Scheinwerfer ausgeborgt. Ah ja, okay. Ja? Mhm. Und da war ich eigentlich schon, habe ich zumindest so im Alsergrund gespielt und wurscht, aber der Freddy und ich waren halt relativ auf einer Wellenlänge, dann haben wir Lange Nacht miteinander gespielt und dann haben wir uns eigentlich viele Jahre nicht mehr gesehen. Es hat sich einfach verloren und ich weiß gar nicht, wie wir zusammengekommen sind. Irgendwo sind wir wieder zusammengekommen und der Freddy hat gesagt, er macht oft so gemischte Abende, ob ich da kommen würde. Da habe ich gesagt, ja, mache ich natürlich gern. Und dann haben wir immer öfter miteinander gespielt. Mhm. Dann war die Idee, ein gemeinsames Programm zu machen, wo ich zuerst sehr skeptisch war, weil ich gesagt habe, Freddy, oder ich habe nicht einmal was gesagt, sondern ich habe nur für mich still im Kämmerchen gesagt, ich glaube nicht, dass sich das ausgeht, weil wir als Typen zu ähnlich sind. Ich sehe zweimal selber auf der Bühne. Ich weiß, was du meinst, ja. Mit dem Klaus, das Programm war natürlich irrsinnig schnell geschrieben, weil wir total viele Punkte haben, wo wir uns reimen, von der Sprache, vom Zugang. Und vom Tempo, würde ich sagen. Vom Tempo. Verstehe ich voll. Und da habe ich schlimme Bedenken gehabt, aber es funktioniert. Wir haben dann so Feinheiten ausgearbeitet, wo wir doch anders sind. Ja. Und es ist natürlich eine Freundschaft. Und wir haben heute um 7 in der Früh, wir haben jetzt schon einen gemeinsamen Freundeskreis. Also wir sind eigentlich 4, die immer zusammenpicken, die auch jedes Jahr miteinander segeln gehen. Und ach, einer so von den 4 cool. Hat eine Baufirma und der hat uns gefragt, ob wir ist sein Arbeiter ausgefallen. Und da haben wir heute um 7 bis 9:30 Terrassen betoniert. Der Freddy und du? Der Freddy, ich, zwei Maurer, wir sind mit den Scheibtuchen gefahren, also ich bin mit den Scheibtuchen gefahren, der Freddy ist ja mit der quasi Bühnenhosen und die Bühnenschuhe gekommen und hat dann nur bei diesem Betonmischwagen hinten so ein bisschen die Rutschen, aber ja, wir haben ihn dann eh festpflanzt. Freddy war ja, muss man sagen, war ja Postler. Der ist ja das nicht so gewohnt, das war zu arbeiten. Ja, zum Mittag habe ich ihn dann angerufen, ob er eh schon die Gummistiefeln ausgezogen hat. Okay. Nein, aber da ist, das ist eine Freundschaft. Ja. Und das ist vor allem, also eine Freundschaft, glaube ich, die sie entwickelt, wenn man am Land lebt, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. Würdest du das in einer Art bestätigen? Ich glaube, ihr lebt beide am Land und ihr habt das aber für euch entschieden. Ja. Das mit dem Landleben ist ja total spannend. Ich lebe jetzt seit 20 Jahren im Land und wenn man vor 21 Jahren wer gesagt hätte, dass ich aufs Land ziehe, hätte ich gesagt, zeig mir das Gerüst, von dem du gefallen bist. Vielleicht können wir wem verklagen. Ja, das ja. war für mich vor 21 Jahren undenkbar, aufs Land zu ziehen. Und plötzlich... Jetzt wird es aber interessant, weil von einem Jahr auf dem anderen... Keine Ahnung, was da war. Wirklich war? Meiner Ex war es genauso gegangen. Wir haben einfach gesagt, wir wollen jetzt nicht mehr in einer Wohnung, da haben wir noch keine Kinder gehabt. Und sind dann vor 20 Jahren, jetzt im Juni werden es 20 Jahre, dass ich in Haringsee lebe. Genau, ich weiß. Und die dort scheinbar sehr wohl fühlst du. Erzählst komplett. Du ja in die Programme immer wieder davon. Ja, komplett. Und man hat ja bei dir in jeder Hinsicht das Gefühl, du bist irgendwie bei dir angekommen. Aber das gilt auch für das, oder? Ja. Ja, sehr interessant, sehr interessant. Ich glaube, es ist ein Unterschied, ob du am Land aufgewachsen bist oder in der Stadt aufgewachsen bist. Ja, und du zum Beispiel bist ja in der Stadt aufgewachsen. Ich bin in der Stadt aufgewachsen. Schätzt aber jetzt das Land sehr. Schätzt das Land. Und ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat.
ich glaube, der Harder, der gesagt hat, das Land ist nur romantisch, wenn man nicht dort aufgewachsen ist. Ja, könnte sein. Also auf jeden Fall ist da was dran. Findest du dieses Weniger und diese Ruhe, oder was macht's für dich? Es ist das Überschaubare. Ja. Gibt's einen wunderschönen Satz, den er, ich bin mir ziemlich sicher, der Gunkler hat den gesagt, und den verwende ich immer, wenn's um den Begriff Heimat geht. Der hat ihm gesagt, Heimat ist der Ort, wo du die Depperten am ersten Blick erkennst. Ja, der wird so oft zitiert, das hat es unlängst den Navier gesagt. Und es stimmt irgendwie, oder? Das ist so richtig, ja. Das ist so absolut richtig. Und in meiner kleinen Welt weiß ich, pass auf, ja, der tickt so, da kann mich nicht viel überraschen, weil wenn der was zu mir sagt, weiß ich, gut, das ist ein Trottel, ja, vergiss das. Ja, ja. Ich weiß, warum der das sagt. Ich weiß, warum manche Sachen so funktionieren, wie sie funktionieren, weil dieser kleine Kosmos, es menschelt ja überall. Ja. Und im großen Weltgefüge sind die Zusammenhänge wahrscheinlich genauso simpel, aber für uns nicht so leicht zu durchschauen. Das glaube ich auch. Weil wir zu wenig Informationen haben. Glaube ich auch. Wie wirst du wahrgenommen in Haringsee? Bist du der Künstler oder bist du einer von... Nein, ich bin schon einer von Local. He's just a local hero. Okay. Weil du bist ja Fußballtrainer dort da. Ne? Ja, Fußballtrainer und Obmann vom Fußballverein bin ich mittlerweile. Also meine Trainertätigkeit habe ich jetzt schon beendet, weil ich habe vom Großen, den habe ich zum Fußballtraining gebracht. Ich habe damals mit dem Verein noch gar nicht viel am Hut gehabt. Habe dann ungefähr eine halbe Stunde beim Training zugesehen und man denkt, nein, also das geht so nicht. Und ja, okay. Dann eben mitgekriegt, dass der das eigentlich nur macht, weil es keine anderen haben. Aber ich gesagt, gut, ich mache das. Habe dann auch die ganzen Trainerausbildungen gemacht. Also dürfte bis Landesliga trainieren und habe die bis U17 trainiert. Mhm. Und jetzt spielen die schon teilweise Kampfmannschaft. Mhm. Und jetzt bin ich nur mehr Obmann, aber... Wenn irgendwo ein Trainer dann in einer Mannschaft unten ausfällt, springe ich natürlich immer ein. Springst du ein, alles Ding. Und bist du jeden Sonntag oder wie so viele Väter, so Fußballväter, bist du dann Sonntag am Fußballplatz? Also, wenn meine Frau jetzt hier sitzen würde, würde sie sagen, er ist jede Minute am Fußballplatz, jede Sekunde, sein Leben ist der Fußballplatz. Ja? Mhm. Sie rufen ihm um 12 in der Nacht an, dass sie kein warmes Wasser haben. Meine Frau sieht das schon ein wenig unentspannt, muss ich zugeben. Also Aber es ist trotzdem ein wichtiger Teil natürlich von deinem. Ja, also diese kleinen Vereine leben halt von ein paar Wahnsinnigen, die ihr komplette Zeit da opfern. Mhm. Und jetzt hat es mich erwischt. Ich hoffe, es findet sie dann irgendwann. Man, mir taugt es ja total, aber auf Dauer geht das nicht. Ja, verstehe. Aber. Verstehe. Es ist ja total witzig, dass zum Beispiel der Freddy, der Jimmy und ich im Machfeld-Weinviertel, es kennt uns jeder. Also jetzt weiß ich ungefähr, was Prominenz ist und das brauchen die, das macht Spaß, aber österreichweit brauchen die das nicht. Verstehe. Weißt, wenn ich irgendwann am Fußballplatz meinen Unmut äußere, wissen, der Hopf hat sich aufgeführt gestern. Ah ja, also, das ist ja klar. Also diese Anonymität, das ist schon ganz gut, wenn du dann nach Wien fährst und es kennt dich kaum wer. Das ist klar. Du hast einmal in Pressetext den Begriff verwendet, eine Halbzeitanalyse des Lebens, was ja sehr naheliegend ist, nicht, wenn man Fußballtrainer ist. Wenn ich das jetzt so als Abschlussfrage vom ersten Abschnitt frage, wie fällt die aus bei dir, die Halbzeitanalyse der ersten Hälfte? Die Pausenansprache ist, okay, da haben wir schon einige Schnitzer drin gehabt, dabei sind wir eh noch mit einem blauen Auge davor gekommen, also es ist ein X-L bis jetzt, ja, aber da ist noch nichts gewonnen, entschieden wird es in der zweiten. Wie informierst du dich über das Weltgeschehen?
ganz klassisch Fernsehen und Zeitung. Und jetzt auch kriege ich manches, die Mädels haben jetzt einen Instagram-Account gemacht. Ganz kenne ich mich noch nicht aus, aber Facebook bin ich schon relativ, okay. Da schaue ich auch immer. Das ist mehr das soziale Umfeld. Aber ganz klassisch ORF und Kurier. Ja, aber Kurier analog noch. Analog, ganz analog. Ah ja, hast du ein Abo, immer nur ein Abo? Ja, und Nön, natürlich bei uns am Land. Super. Die ja, Macht am Land ist die Nön. Ja. Okay. Die kommt einmal in der Woche, glaube ich. Ja, oder? Am Mittwoch. Da fange ich aber natürlich hinten mit dem Sportteil an, weil der interessiert mich am meisten. Alles klar. So ein Nön hast du aber in 10 Minuten gelesen. Wirklich gelesen. Okay. Ich wollte gerade sagen, wie in der Falter. Nicht? Der kommt einmal am Mittwoch, aber braucht man ein bisschen länger. Ja. Auf welcher Website verbringst du die meiste Zeit? Auf welcher Website verbringe ich die meiste Zeit? Fußball Online. Ja? Ist das eine österreichische Seite? Nein, das ist die Verbandsseite, wo ich dann irgendwelche Sachen als Obmann machen muss. Ah, okay. Das ist die ÖFB-Verbandsseite, wo du dich einloggen musst, Spiele anlegen, Kaderaufstellungen. Okay, das heißt, das ist aber eigentlich eine Arbeit. Das ist eine Arbeit, ja. Aber da verbringe ich die meiste Zeit. Okay. Mhm. Was ist die wichtigste Sache, die man im Leben lernen muss, die man aber nicht in der Schule durchnimmt? Gute Frage. Sich in den anderen hineindenken und versuchen, die Welt aus seinen Augen zu sehen, was er machen wird, glaube ich. Mhm. Ja, verstehe. Versuchen, in den Kopf des anderen hineinzukommen und ja. Dann verstehst einiges besser. Das glaube ich ja. Meinst du einerseits in Form von Empathie? Ja. Das Wort ist mir nicht eingefallen, darum habe ich so lange mal angestoßen. Das passt ja voll, ist ja viel ja. Bildlicher und schöner zum Begreifen, wenn man es so beschreibt. Aber hast du das auch manchmal, dass du in schwierigen Situationen da denkst, was wird der oder die jetzt machen? So Vorbilder oft oder so? Nein, das habe ich nicht. Hast du eigentlich nicht? Nein. Aha, okay. Eine ähnliche Frage, wenn du einem kleinen Kind einen Rat mitgeben könntest für den Rest seines Lebens, aber eben nur einen, was wäre das? Sei du selber. Mhm. Du hast ja selber Kinder, was ist deiner Meinung nach der Schlüssel zu einer geglückten Erziehung? Liebe. Hast du persönlich in der Schule einen Lehrer oder eine Lehrerin gehabt, die dich sehr beeinflusst oder gefördert hat? Gott sei Dank sogar mehrere. Ja. Zu denen mein ehemaliger Klassenvorstand aus dem Gymnasium kommt nach wie vor zuschauen, freue mich total, war jetzt im Liedermeier. Mhm. Aber es einen Geografielehrer haben wir gehabt, Helmut Jancic, der hat uns nicht gelernt, die Länder der Erde aufzuzählen, wo es ja heute schon viel gar nicht mehr gibt oder nicht in dieser Form, sondern der ist mit dem Profil gekommen, mit einem kopierten Profilartikel und hat den mit uns analysiert und über die, meistens war es der Leitartikel oder so und hat uns zu denkenden Menschen gemacht, zu analytischen Denkern. Cool. Mhm. Das klingt gut. Mhm. Was glauben andere über dich, was nicht stimmt? Vielleicht glauben manche, dass ich arrogant bin, weil ich am ersten Blick sehr unnahbar bin. Also wenn ich wo reinkomme, wo ich niemand kenne, bin ich eine ziemliche Muschel. Aber das ist eher, weil du brauchst, um Vertrauen herzustellen, oder? Ja. Ja, das kenne ich nämlich ein bisschen. Also ich bin eher schüchtern, überspüle es aber dann mit einer gewissen Arroganz, obwohl man mir das nicht zutraut, aber wenn ich wo hinkomme, wo ich niemand kenne, fühle ich mich sehr unwohl und
Ja, aber ich würde das auch zu. Ja, ich würde das aber auch so sagen. Also das kann ich mir fast nicht vorstellen, dass Matthias arrogant einschätzt, aber vielleicht in so einer Situation möglich, ja. Ja. Hast du schon einmal bewusst irgendwas an dir geändert? Auf der Bühne oder im Leben? Im Leben, eher an dir privat. An mir privat. Bewusst geändert. Gute Frage. So von einem Tag am anderen, dass man sagt, ja, oder dass du dir irgendwann einmal gedacht hast, ja, ich weiß auch nicht, das würde ich jetzt eigentlich gerne mal ändern an mir, oder ich. Ja, ich habe angefangen, nicht mehr so viel zu machen. Ah ja, mhm. Also absichtlich zu reduzieren. Genau, ich habe diese Bio-Gemüsegärtnerei gehabt und die habe ich vor einem Jahr bleiben lassen, mhm. Einfach weil ich Stress nicht mehr so mag. Hast du das einmal bemerkt? Nein, aber ich habe mich immer wieder in Situationen gebracht, die stressig waren, ja. Weil ich einfach mit einem Arsch auf 18 Hochzeiten getanzt ja. bin. Ja. Und das verstehe ich gut. Also ich muss ja zugeben, ich habe das erst unlängst erfahren, dass du das nicht mehr machst. Und das war aber eben, wie du gerade sagst, das war eine aktive Entscheidung, wo du dir gedacht hast, okay, das ist einfach zu viel und du willst das nicht mehr. Genau, das ist zu viel. Mhm. Und damit gehen, wenn ich mir früher früh genommen habe, pass auf, die Arbeit habe ich in einer halben Stunde, habe ich das gemacht. Das stimmt nie, oder? Das ist das so. Stimmt nicht. Das ist immer so. Das und stimmt das nie. Sage ich mir jetzt, du, ja. Nein, da nehme ich mir jetzt den ganzen Tag für das. Und freue mich, wenn ich dann nach einem halben Tag fertig bin und ärgere mich nicht, weil ja, ich sollte das schon, weil ich habe meinen Zeitplan wieder mal völlig verschätzt. Man verschätzt sich ständig. Bei mir ist es genauso. Es gibt diese, das ist ja eh gleich geschenkt, diese Sachen gibt es in Wirklichkeit nicht. Ne? Nein. Weil dann geht das nicht, dann geht das nicht, funktioniert das nicht und dann kommst du in so einen Stress rein, der finde ich, glaube ich, total ungesund ist. Und so, wenn ich mir denke, heute mache ich wirklich nur das. Ja, genau. Bin dann nach einer Stunde vielleicht schon fertig. Mhm. Mhm. Ist trotzdem doppelt so lang, als mein optimistisches Innere gemeint hat, so lange werden wir brauchen, aber ich habe Zeit. Das ist eine Erfahrung, die habe ich auch gemacht. Und ich finde, dass das total wichtig ist. Ja. Vor allem, es ist, was auch noch ist, finde ich, es kommt immer, und zwar wirklich fast immer, irgendwas dazu, mit dem man nicht rechnet. Ja. Und in Summe sind dann diese Sachen, die ja angeblich eh nicht lang dauern. Und dann das, was man sowieso machen muss. Und das, was mit dem aber, was dann sowieso noch immer viel länger dauert, als man glaubt, in Summe geht es sich dann nie aus. Also man muss eigentlich immer so kalkulieren, dass von Haus aus schon mal Zeit überbleibt, oder? So ist, finde ich. Was eher ein bisschen zur nächsten Frage führt, kannst du Nein sagen? Immer besser. Und es bewährt sich, oder? Hervorragend. Okay. Wirklich, das ist, finde ich super, das war so nett an dir. Du bist wirklich, bei dir hat man wirklich das Gefühl, du bist auf einem Ort bei dir angekommen. Oder du hast so eine natürliche Weisheit entwickelt irgendwie. Ich weiß auch nicht genau, wie ich es sagen soll. Ist es wichtiger, ehrlich zu sein oder nett zu sein? Die Kunst ist, beim Ehrlichsein nett zu bleiben. Welche Sache fällt dir bei anderen Menschen als erstes auf? Ich suche mir Leute, die prinzipiell positiv sind. Ich mag keine Energieräuber mehr. Die gehen mir richtig am Zager. Wenn wer kommt und mir gleich irgendwas Negatives erzählt, wie schlecht die Welt ist, bin ich schon aufgefressen und bin meistens gleich weg. Wie nennst du dich selber, wenn du mit dir sprichst und bist du nett zu dir? Meistens sage ich Alter zu mir. Und Alter, was magst du denn? Dieses, geh Alter, tu weiter. Also ich bin. Ja, sagst du das? Also das ist dein innerer Dialog. Ja.
Das ist der innere Dialog, wie man mein sagt. Mein innerer Dialog ist, dass ich mich mit Alter anrede. Alter, lass das. Welche Persönlichkeitseigenschaft schätzt du bei anderen Menschen besonders? Positives, zielgerichtetes Denken. Also ich hasse nichts mehr. Ja, das, da müssen wir und das solltet man, sondern pass auf, das machen wir so und so. Das taugt mir, wenn einer okay, sagt, verstehe. Komm, das machen wir so und so. Okay, ja. Oder das schaffen wir schon. Ich habe ein paar Fragen aufgeschrieben, die habe ich extra für dich rausgeschrieben, weil ich mir gedacht habe, vielleicht hast du durch die Tätigkeit früher so als Totengräber und so weiter eine besondere Beziehung dazu. Ich weiß nicht, ob das wirklich passende Fragen sind, aber einfach schauen wir mal. Sowieso einmal die klassische Frage. Glaubst du an ein Leben nach dem Tod? Ich weiß es nicht, aber ich hätte gern, dass mein letzter Gedanke auf dieser Welt ist, bumm, jetzt wird's spannend. Also du bist schon gespannt, was passieren wird auf einem Ort. Ja. In irgendeinem Programm habe ich gesagt, wenn nachher nichts ist, ist mir auch recht, wenn für alle nichts ist, wenn nur für mich nichts ist. Ja, genau. Ist das Bedauern, dass die Jugend, also die richtige Jugend, vorbei ist, bei dir größer? Oder bist du eigentlich froh, dass du das so gut bis daher geschafft hast? Gute Frage. Ich hätte ja gern meine Jugend mit dem heutigen Wissen zurück, aber das war katastrophal. Okay, aber du findest schon, das haben wir jetzt erst bei der Halbzeitanalyse schon im Prinzip geklärt, du findest schon, es ist gut gelaufen bis jetzt. Das ist ja, ich bin sehr zufrieden. Aber es ist gut gelaufen. Ich bin komplett zufrieden, muss ich sagen. Ja, und ich kann auch nur wiederholen. Man sieht es da. Wenn das Leben ein Unternehmen wäre und man würde dir ein Entlassungsschreiben am Ende vom Leben geben oder schreiben oder aushändigen, was sollte deiner Meinung nach drinstehen? Er wirkte bemüht. Okay. Und was glaubst du, wenn es ein Unternehmen wäre, was würde man am Ende sagen, in welcher Abteilung hast du gearbeitet? In der Unterhaltungsabteilung natürlich. Alles klar. Und wenn man es jetzt wirklich im Großen und Ganzen sieht, und du wirklich du wirklich rückblickend das anschaust, was hast du wirklich gelernt? Was ich wirklich gelernt habe im Leben, dass immer irgendwie geht, aber man glaubt, boah, jetzt geht gar nichts mehr. Es geht viel mehr, als man glaubt. Cool, das ist ein schöner Satz. Monaco, Francia, ein bisschen was geht immer. Das ist ein schöner Satz, finde ich. Ist die Welt in 5 Jahren ein besserer Ort oder ein schlechterer? Ein besserer. Und du für dich selber, wo siehst du dich in 5 Jahren? Ein weiserer, positiverer und noch zufriedener Mensch. Und Wenn du zum heutigen Zeitpunkt deine Memoiren schreiben würdest, wie würde das Buch heißen? Die Unvollendete. Pepe, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank für deinen Besuch in der Pension Schöller. Es war mir ein wirklich großes Vergnügen. Und ich darf dich noch bitten zum Pension Schöller Frühstücksbuffet. Kaffee oder Tee? Kaffee. Sojamilch oder Kuhmilch? Kuhmilch. Komödie oder Tragödie? Komödie. Spazieren oder Laufen? Spazieren. Fahrrad oder öffentlich? Fahrrad. Klavier oder Orchester? Klavier. Donauwalzer oder Radetzky-Marsch? Radetzky-Marsch. Party oder zusammensetzen? Zusammensetzen. Bier oder Wein? Bier.
Mit Koriander oder ohne? Ohne. Nutella mit Butter oder ohne? Mit. South Park oder Simpsons? Simpsons. Harry Potter oder Herr der Ringe? Harry Potter. E.T. oder Zurück in die Zukunft? Zurück in die Zukunft. Knight Rider oder MacGyver? Knight Rider. PlayStation oder Xbox? PlayStation. Halloween oder Wordsport Dog? Halloween, haben die Kinder mehr Spaß. Okay. Mehr Geld oder mehr Freizeit? Mehr Freizeit. Hin zur Gefahr oder weg von der Gefahr? Hin zur Gefahr, genau. Gedanken lesen können oder unsichtbar sein? Unsichtbar sein. Fliegen können oder unter Wasser atmen? Fliegen können. In der Ruhe liegt die Kraft oder in der Bewegung liegt die Kraft? In der Ruhe liegt die Kraft. Liebe mit Liebeskummer oder keine Liebe und kein Kummer? Liebe mit Liebeskummer. New York oder Los Angeles? New York. Italien oder Griechenland? Griechenland. Übergangsjacke oder frieren? Frieren. Haube oder Frisur? Frisur. Worauf wartest oder morgen ist auch noch ein Tag? Worauf wartest? Früh gehen oder bis zum Schluss bleiben? Bis zum Schluss bleiben. Servus, Baba oder auf Wiedersehen. Servus. Pension Schöller. Infos und Bilder findest du auf Facebook und Instagram. Alle Live-Termine von Rudi Schöller auf rudischöller.at.